Hallo zusammen, willkommen bei Russian Fishing. Lang ist es her seit meinen letzten Videos. Ich hatte das Spiel in den letzten Jahren nicht mehr so oft gespielt, aber davor war ich wirklich ein begeisterter Fischer und es hat sich jetzt inzwischen einiges getan. Ich habe natürlich weitergespielt, aber nicht mehr so oft und würde jetzt gerne mal auf meinem Kanal schauen, wie das bei euch ankommt. Wir werden jetzt zum Beispiel Spots vorstellen, einfach mal angeln und vielleicht auch mal im Livestream gemeinsame Turniere machen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch da besonders gefallen würde. Und ich würde heute mal den Einstieg am Fluss Jama machen. Das ist der neueste Fluss, der ins Spiel hineingekommen ist. Hier gibt es jetzt 14 neue Fischarten. Der ist ab Level 32 erreichbar. Und das ist ein besonderer Fluss, wo es Lachse gibt. Silberlachse, Keterlachse, Rotlachse, Buckellachse, Königlachse. Es gibt hier Unmengen Lachse und es gibt natürlich auch andere Fischarten. Die können wir uns mal anschauen, indem wir hier auf die Rekorde gehen. In der aktuellen Rekord- und Rangliste sehen wir jetzt die ganzen Fische, welches es hier in dem neuen Fluss gibt. Angefangen von der Bachschmerle, Barsch, Buckellachse. Wir haben den Kalugahausen, wir haben den japanischen Saibling, wir haben den Königslachs, 57 Kilo ist der aktuelle Rekord. Wir haben den Lennock, wir haben den Naiwa. Und so weiter und so fort. Wir haben auch altbekannte Fische wie die Quappe, den Seesaibling. Und da schauen wir uns doch heute mal an, wie sich das hier so angeln lässt. Da ich jetzt lange Zeit nicht mehr so aktiv war, muss ich erstmal auch einiges wieder nachschauen, wie was ging, was hier aktuell angesagt ist. Und natürlich auch meinen neuen Zuschauern, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen, aber vielleicht interessant finden, auch mal das ein oder andere erklären, was für erfahrene Spieler nicht so interessant ist, aber halt Informationen für neue Spieler bietet. Schauen wir uns mal ganz kurz das Angelgeschäft an. Ich würde gern mal euch vorstellen, was ich mir als nächstes hier leisten möchte und darauf hinarbeite und vielleicht bekommen wir das ja schon in den nächsten Videos zusammen. Ja, es gibt ein Angelgeschäft und hier gibt es unzählige Angelausrüstung drin. Hier oben haben wir jetzt die Anzeige. Mein aktueller Kontostand: 8251 Silber, 8 Goldmünzen. Diese sind jetzt nur für Echtgeld erhältlich. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal die Angelrollen anschauen, gibt es verschiedene Angelrollen: die Stationärrollen, die Baitcast-Rollen, konventionelle Multirollen und ja, Produktion eingestellt. Mir geht es aber vielmehr um die schweren Baitcast-Rollen. Die habe ich jetzt vor mir zuzulegen. Und zwar hatte ich mir jetzt mal die Zeiman ZF Ranger ausgesucht. Die hat jetzt eine Bremskraft von 18,5 Kilo. Übersetzung 4 zu 1. Also die bringt richtig Kraft auf die Kurbel. Größe 7000 Spule. Kostet 10.000 Silber. Also da müssen wir schon noch ein bisschen dran arbeiten. So, Baitcast-Ruten. Können wir uns auch anschauen. Da gibt es jetzt echt eine Menge und da ist es schwer, jetzt eine passende zu finden. Ich habe vor, mit Blinker bevorzugt zu angeln, nicht die allergrößten. So meine Größe, wo ich gerne mit fische, sind so 40, 50, 60 Gramm. Darauf sollte man achten. Wir werden auch sehr weit aushauen, das heißt, wir brauchen auch eine lange Route. Und da gibt es echt eine große Auswahl. Da muss ich mir erstmal anschauen, was hier optimal ist, was es alles gibt. Wir können uns mal ganz kurz hier einfach mal eine anschauen. Die haben jetzt eine blaue Schrift, das bedeutet, die haben einen Bonus. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir unten Bonuswerte und 100% zu Erfahrungspunkte. So, die Rute wäre jetzt nicht so passend für uns, denn ich hatte vor, eigentlich mit einem Blinker zu angeln. Daher muss ich mir da wirklich mal Gedanken machen, aber im Schnitt, sage ich mal, möchte ich da auch nochmal 5.000, 4.000, 5.000 Silber ausgeben. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal am Spot. Wir wollen natürlich auch ein paar Fische fangen und uns mal anschauen, wie das hier aussieht. Ich hatte jetzt schon ein, zwei Spots probiert. Die Koordinaten habe ich jetzt im Forum gefunden. Gehen wir mal eben hin. Koordinaten seht ihr unten rechts. Wir können zu 188 201. Da stehen wir jetzt hier direkt am Fluss und unsere Auswurfrichtung ist geradeaus. Es gibt natürlich auch eine Karte, da sehen wir jetzt, wo wir sind. Hier starten wir und wir können jetzt alles hier um diese Insel herum beangeln.
Okay, uns geht es heute hier darum, hier halten sich momentan Lachse auf. Die Spots wechseln natürlich auch von Zeit zu Zeit. Stelle ich euch mal ganz kurz meine Route vor. Das Problem, wenn es ein Problem ist, es gibt ja hier die großen Königslachse, haben wir vorhin gesehen. Die gehen bis über 50 Kilo und da kann man jetzt nicht mit kleiner Ausrüstung fischen. Und das Problem bei der Sache ist, oder wartet mal, wir machen das anders. Ich werfe mal aus und dann schauen wir uns ja alles in Ruhe an. Können wir nämlich gleich nebenbei schon mal ein bisschen angeln. So, ich wollte sagen, das Problem ist, man kann jetzt sich entscheiden, nimmt man richtig große Ausrüstung und geht man den Königslachs dran, hat man natürlich weniger Probleme, den rauszubekommen. Hat man kleine Ausrüstung, hat man starke Probleme, den rauszubekommen. Aber auch die Chance, andere Lachse, Fischarten zu fangen. Sag mal, große Ausrüstung, ihr kennt das ja, wenn ihr richtiger Angler seid. Große Vorfächer schrecken natürlich die Fische ab. Daher ist es eigentlich empfehlenswert, immer so klein wie möglich die Vorfächer zu halten. Und das ist natürlich jetzt hier riskant, wenn ein König drauf geht. Dann war es das. Entweder können wir uns auslocken, dann ist erstmal die ganze Ausrüstung gerettet. Wir können die Schnur durchschneiden, dann ist natürlich erstmal alles weg. Ist natürlich sehr ärgerlich, weil das wieder Silber kostet. Oder wir versuchen den einfach auszudrillen, indem wir den hin und her treiben, was natürlich auch möglich ist. Gut, Wurf 1 hat jetzt nichts gebracht, dann fangen wir anders an. Schauen wir uns nochmal die Ausrüstung an. Ich habe jetzt hier eine Kunstködermontage, die Zeimann Rolle drauf mit einer Bremskraft von 18 Kilo. Wir haben gerade gesehen, die Baitcast Rolle hat jetzt auch 18 Kilo, aber das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich habe jetzt leider noch keinen Besitz, aber ich weiß es aus dem Hören und Sagen her, dass es ein gewaltiger Unterschied ist. Da kann man nicht die Kilozahlen miteinander vergleichen. Schnur haben wir jetzt 29 Kilo. Erstmal irrelevant. Wichtig ist hier das Fluorcarbon-Vorfach. Habe ich jetzt 12 Kilo gewählt. Und hier können wir uns jetzt noch verschiedene Blinker auswählen. Aktuell läuft ja der Soturi 22 Gramm 003 hier sehr gut. Kann man in den Rekorden bei fast jeder Fischart finden. Aber ich bin da halt ein bisschen eigen. Ich versuche das meistens mit anderen Ködern nochmal. Ich habe mir jetzt noch ein paar verschiedene gekauft. Zum Beispiel der Weiko hatte ich jetzt auch gute Erfahrungen gemacht. Können wir direkt mal hier den roten, den 25 Gramm 006 draufbauen. Und dann machen wir hier ein paar Würfe und schauen, was hier drauf geht. So, Einholgeschwindigkeit habe ich hier 34. Also man muss hier ziemlich schnell einholen. Man kann auch versuchen, hier Stop-and-Go-Schicktechnik zu vollführen, ist aber nicht so leicht, da hier eine starke Strömung im Fluss ist. Ja, Russian Fishing ist halt wirklich der Angelsimulator schlechthin. Das ist zwar manchmal etwas deprimierend, da man wirklich Momente hat, Tage hat, also Ingame-Tage hat, wo überhaupt nichts mehr geht, wo nichts mehr beißt. Man möchte ja angeln, möchte auch Fische fangen. Und dann ist es wirklich deprimierend, wenn nichts mehr beißt. Aber so ist es ja auch im echten Leben. Die Fische sind halt nicht immer da. Je nach Wetter, je nach Wassertemperatur verhalten sich ja die Fische anders. Da und den ersten Fisch für heute ran. Ich bin gespannt. Ist jetzt was Kleineres. Schauen wir uns mal an. Ein kleiner untermaßiger Buckellachs. Da seht ihr hier 184 Gramm. Das ist wirklich ein Winzling. Aber wir können mal kurz in den Kescher schauen. Da seht ihr schon mal, was hier möglich ist. Ja, ich war schon eine Weile da, wie man sieht. Und geht da Lachse. Rotlachse. Das haben wir ja alles gefangen. Königslachs, eine Quappe, ein Rotlachs, ein Seesaibling, ein Silberlachs. Wirklich querfeldein ja alles gefangen. Und auch, sagen wir mal, sehr schöne hochwertige Fische. Zum Beispiel der Rotlachs hier, 1,8 Kilo. Der bringt schon alleine
so um die 30 Silber. Silberlachs, 1,2 Kilo, bringt auch seine 13, 14 Silber. Also das lohnt sich schon hier. Kederlachse, ja, die müssen schon Gewicht haben. Ansonsten bringen die nicht wirklich viel Silber, aber beißen auch recht oft. Entweder kann man jetzt hier durchweg einkurbeln, würde funktionieren, habe ich auch meistens gemacht. Ihr seht, jetzt kam wieder ein Biss direkt beim Dauereinkurbeln. Man kann auch die Stop-and-Go-Methode versuchen. Es ist einfach, ja, wie man es gerne mag. Doch einen schönen Kieterlachs mit 2,2 Kilo. Hier haben wir jetzt auch die Anzeige, dass es ein basiger Fisch ist. Der bringt dann auch richtig Silber. Ab dem Setzkescher und neuer Wurf, neues Glück. Schreibt mir wirklich ruhig mal in die Kommentare, was hier euch gefallen würde oder vielleicht nicht gefällt. Ich hatte ja mit Washington Fishing aufgehört, da ich ja hin und wieder nicht so gute Bewertungen, Likes erhalten hatte. Das deprimiert mich halt immer ein bisschen. Das zeigt mir, dass es den Leuten nicht so gefällt, aber das ist halt bei YouTube so. Und ich sag mal, die Leute, die halt disliken, die brauchen den Kanal nicht schauen. Entweder gefällt denen das Spiel nicht oder es gefällt ihnen meine Art nicht, aber dann schaltet einfach aus, sage ich immer wieder, und kommt nicht wieder. Dann ist das alles kein Problem. Ja, und wenn es euch gefällt, schreibt mir einfach mal, was euch gefallen würde, was ihr hier gerne sehen würdet. Ich würde mich da riesig freuen. Ich habe jetzt wieder momentan richtig Lust auf Angeln. Und vielleicht sieht man sich ja sogar mal im Livestream bei einem kleinen Turnier, was man veranstalten könnte. So wie in alten Zeiten. Gut, die Farbe hier, die läuft aktuell nicht so gut. Ihr seht ja, vier Würfe, ein Biss. Gehen wir jetzt mal am Tag auf helle Blinker. Würde ich mal den 011 nehmen, in Farbe Silber. Ja, ihr seht wieder ein kleiner Biss. Gibt nicht nur große, gibt auch kleine. Gibt auch kleine Füße. Ja, Füße. Gibt auch kleine Fische im Fluss. Und gerade Buckellachse so ab 800 Gramm, 1 Kilo, die bringen auch richtig viel Silber. Und 600 Gramm Buckellachs, nochmal zur Information, wird er ungefähr 15 Silber einbringen. Der nächste Biss, ich hätte jetzt inzwischen noch mal den Blinker gewechselt. Jetzt haben wir den universalen Blinker für alle Fischarten dran, welcher auch hier in den Statistiken immer wieder auftaucht. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Das ist eigentlich immer ein guter Anhaltspunkt, um herauszufinden, welcher Köder gerade auf welche Fischart läuft.
859 Gramm Silberlachs ab dem Kescher. Und wir schauen mal ganz kurz in die Rekorde. Können wir jetzt hier auf Deutschland plus Yama. Und nehmen einfach ja die wöchentlichen Rekorde. Nee, das geht nicht. Wöchentliche sind jetzt alle Fischarten dabei. Aber wir wollen ja erstmal den Fluss Yama uns anschauen. Und da seht ihr jetzt hier, dass der Sutori 22 Gramm 003 fast überall hier zu finden ist. Man sieht immer die Top 5 platzierten Fänge. Regenbogen sind hier immer wieder dabei. Also sagt uns das. Keine Experimente. Einfach diesen Spinner nehmen, ach Blinker nehmen und genau das machen, was alle machen. Und wenn man gar nichts beißt, doch mal wechseln. Manchmal hilft das wirklich, wenn man den Spot überangelt hat, mal einen anderen Spot zu nutzen, andere Farbe zu nutzen. Wichtig ist jetzt zum Beispiel auch die Uhrzeit. Wir haben jetzt schon ja, knapp 20 Uhr. Das ist jetzt nicht mehr so optimal. Nachts geht hier fast, ja, ich will nicht sagen fast gar nichts mehr, aber es geht hier extrem wenig. Die beste Zeit war jetzt wirklich in den Morgenstunden. Da haben wirklich die großen Fische gebissen. Und vielleicht kommt ja jetzt noch in den Abendstunden ein größerer Biss. Wir bleiben mal noch ein bisschen dabei. Seesalbling, untermaßig. Das ist natürlich so der Vorführeffekt. Die ganze Zeit habe ich richtig schöne Fische gefangen. Startet man das Video, startet man die Aufnahme und will euch mal natürlich hier die tollen Fische zeigen. Sind sie nicht mehr da oder sie beißen gerade nicht mehr. Ach, so muss es sein. Ein bisschen rummeckern und schon. Und schon haben wir mal einen ordentlichen dran hier. Seht auch gleich mal das Drillverhalten und unsere Leiste, die tun wir jetzt mit dem der Bremskraft der Rolle variieren. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass er nicht in den roten Bereich kommt. Wenn ich jetzt die Rolle weiter zumache, kann ich mal eben machen. Da seht ihr, dass der Balken jetzt in den roten Bereich kommt und dann geht erst die Rollenbremse los. Das ist aber nicht so optimal, da wir da einen hohen Verschleiß haben an Materialien unserer Rolle verschleißt schneller, unsere Schnur verschleißt schneller. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Und ganz vermeiden wollen wir natürlich Anschlag rot, dann würde die Montage reißen und alles wäre weg. Vor der Aufnahme hatte ich auch schon richtig schön Drill gehabt. Ich meine, es waren 8 Kilo Kederlachs und der hat schon richtig Bambude gemacht. Also habe ich 10 Minuten gebraucht, 10 Minuten drillen müssen, bevor ich ihn ran hatte. Die Fische werden dann natürlich irgendwann müde, lassen sich leichter einkurbeln und wenn sie dann richtig erschöpft sind, dann schwimmen sie wirklich nur noch an der Wasseroberfläche und man muss sie ranziehen. So, da haben wir doch mal ein schönes Exemplar von dem Kederlachs, 5 Kilo. Ja, super. Ab im Satzkescher und weiter geht's. So, links unten sehen wir jetzt mein aktuelles Level, 38 habe ich. Daneben haben wir ein paar Balken. Der oberste Balken zeigt unsere Energie an. Die können wir jetzt zum Beispiel mit Getränke, mit Tee auffüllen. Dann haben wir einen Essensbalken. Der zeigt euch an, ob wir Hunger haben. Keine Angst, wir verhungern ja nicht. Das hat lediglich was damit zu tun, wie schnell sich unser Energiebalken wieder auffüllt. Unsere Lebensanzeige, die kann man... Eigentlich kann man die nur mit übermäßigem Alkoholgenuss beeinflussen.
was ich natürlich nicht tue. Und ganz unten haben wir unser Wohlbefinden. Ein Kilo Silberlachs. Ja, da kam der nächste Biss. Ob es an der Chick-Führung lag oder ob es einfach nur Zufall ist, das weiß man leider nicht. Man kann sich das einfach nur einbilden und dementsprechend handeln. Wie gesagt, einfach das machen, worauf ihr Lust habt. Kurbeln oder Chick-Führung. Es ist zum Schluss nicht wirklich nachvollziehbar, was am besten funktioniert. Gut, es ist Nacht. Ich gehe mal eben die Fische verkaufen, dass ihr auch mal eine Vorstellung habt, wie das hier mit den Silberpreisen ist, was man verdienen kann. Dann sehen wir uns gleich am Verkauf wieder. So, bevor wir unsere Fische verkaufen, auch mal hier im Café vorbeischauen. Hier gibt es besondere Aufträge, wo man halt mehr Geld bekommt, als wenn man die Fische einzeln verkauft. Wir hätten zum Beispiel einen Keterlachs, ist gerade gesperrt. Seesalbling, japanischer Salbling, das haben wir alles nicht gefangen. Von daher gibt es hier nichts für uns. Gehen wir direkt in den Fischmarkt rein und dann schauen wir uns mal die Preise an. Keterlachs, 2,2 Kilo, bringt 5,8 Silber. Ihr könnt ja selber mal schauen, hier haben wir jetzt den größeren Keterlachs mit 5 Kilo, bringt schon 13 Silber. Untermaßige Fische bringen wirklich nur in 0, Bereich Silber. Könnt ihr jetzt auch mal nach Gewicht sortieren. Ja, 7 Kilo Keterlachs, 18 Silber. Der Königslachs ist jetzt untermaßig gewesen, bringt 2 Silber. Die Dolly-Warten-Forelle mit 3,9 Kilo bringt schon 34 Silber. Und man kann das jetzt auch mal nach dem Preis sortieren. Da seht ihr jetzt, die hochwertigsten Fische stehen ganz oben. Die Rotlachse mit 2 Kilo, 43 Silber. Kamtschatka, Regenbogenforelle, 2,4 Kilo, 36 Silber. Und dann verkaufen wir jetzt mal alle. 500 Silber haben wir gemacht. Insgesamt, wie gesagt, ich war vorher schon hier aktiv unterwegs. Und dann sind wir mit 500 Silber näher an unserem Ziel, an der neuen Rute und Rolle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr wollt mehr sehen. Ich habe wirklich Lust drauf. Und dann macht's gut.